So, einen wunderschönen Pfingstsonntag für euch alle, der Arne hier mal wieder. Und ihr wisst, was kommt, wenn ich hier live im Bild bin. Naja, fast live, ne? Eine Rasur, klassisch in das Rasur aus dem Garten. Ich habe auch ein bisschen was dabei. Ich habe mich da einfach mal heute entschieden für was Frisches. Und zwar die Shaving Cream Taylor Old of Bond Street Peppermint. Zum Abschluss ein Aftershave, das Barber Nummer 14, ein türkisches Aftershave, Kolonia. So, passt jetzt nicht wirklich zu der Rasierseife, aber Rasierseifendüfte sind immer relativ schnell verschoben. Dann habe ich mich hier inspirieren lassen vom Jörg von Glatt Rasiert. Und zwar habe ich hier einen Single Edge Rasierer mir gegriffen und zwar den Razor Rock Echo. So sieht er aus. Für halbe DE klingen die Besonderheit bei dem Razor Rock. Ist das der Echo? Ja, das ist der Echo, nicht der Rock. Das heißt, hier kommen entweder normale DE Klingen rein, also sowas hier, ganz normal, die bricht man durch, oder fertig durchgebrochene halbe. Ich bevorzuge hier die fertig durchgebrochenen halben. Und hier habe ich meine geht überall immer gut Klinge Derby extra in der halben Variante. Dazu gibt es ein Isana Men Daxa Rasierpinsel. Für alle Veganer jetzt abschalten. So. Das heißt, der Pinsel lag jetzt schon ein paar Minuten im Wasser. Die Klinge packen wir aus. Ansonsten sieht die so aus. Das ist halt eine halbe Rasierklinge. Das ist die Derby Extra in der Professional-Variante. Das ist eine halbe DE-Klinge, also eine ganz normale im Endeffekt mit Bier. Die kommt zum Beispiel hier in sowas, in ein Wechselklingenrasiermesser. So, schrauben wir den Hobel auf. Das ist ein sehr leichter Aluminiumhobel. Klassischer Dreiteiler. So. So sieht er aus. Hier sind ein paar Pinne. Ich hoffe, ihr könnt die sehen. Da kommt dann die Klinge drauf. Also der hat im Endeffekt so hier zwei Pinne außen, zwei Pinne da, Klinge rein. Gut ist. Deckel drauf. Ganz normal wie bei jedem anderen Rasierhobel auch. Zusammenschrauben, klassischer Dreiteiler. So. Wenn ich ihn jetzt zusammenkriege. So. Okay. Fast zusammengekriegt. Heute ist tatsächlich der Tag des Hobels. Des Hobelschraubens. So. Also nochmal. Ich habe es nicht zusammengekriegt, aber das gehört. Klinge zwischen die Pille. Deckel drauf. Aber jetzt zusammenschrauben. Klassischer dreiteiliger Rasierhobel. So sieht er zusammengebaut aus. Der Razor Rock Echo, ein Single Edge Rasierhobel für halbe DE Klingen. Das heißt, die könnt ihr durchbrechen oder auch euch so Derby Extra Professional oder kaufen. Jo, Gesicht kurz nass machen. Ansonsten einmal die Brille. So ungefähr 20 Grad heute hier in Düsseldorf, Wetter gut. Also beehren wir uns mal im Garten. Peppermint, also die riecht wie ein Pfefferminzkaugummi. So, eine Rasiercreme, relativ fest. Bisschen was. Verhand. Rasiercreme, jetzt wie so oft bei mir, das kennt ihr schon. Mit der Hand ins Gesicht. Und einmal schon mal vorverteilen.
Der Rasierpinsel hier ist dann am Dachsa, war jetzt eine Zeit lang im Wasser. Ich weiß gar nicht, ob es den so noch gibt. Den habe ich vor ein paar Jahren mal gekauft. Ist ein einfacher Dachsa, nichts Besonderes. Der war so ein Zehner. Und so wie immer bei meinen Videos, alle meine Produkte selber gekauft. Hier wird nichts von den Firmen gesponsert. Alles selber bezahlt. Taylor Old of Bond Street. In der Nassrasur Community eine beliebte Rasiercreme aus Great Britain, also aus Großbritannien. So. Dann geht's weiter. Einmal den Rasierpinsel. Zack, Wasser raus. Und Schaum geschlagen. So, warum Rasiercremes, Rasierseife und Rasierpinsel? Wenn Anfänger zuschauen. Das sagen jetzt einige. Eine Rasierpinsel in Kombination mit einer Rasiercreme oder einer Rasierseife bereitet die Haut besser vor. Das Barthaar wird aufgerichtet, das Barthaar wird eingeweicht. Wie bei einem Rasierschaum aus der Dose. Dadurch, es entsteht eine Schutzschicht, eine Gleitschicht. Das ist auch bei Rasierschaum aus der Dose so, aber hier ist es tatsächlich so, dass die Haut besser vorbereitet wird. So. Ansonsten haben in der Regel Rasiercremes aus der Rasiercreme oder Rasierseife weniger Zutaten wie das Dosenzeug. Das Ganze ist noch ein bisschen trocken, deshalb einmal hier kurz ins Wasser die Pinselspitzen. So. Die Sonne kommt raus, die Nachbarn kommen vorbei und gucken, was macht der Dicke im Garten. Rasieren. So, warum schlage ich im Gesicht auf? In den meisten Fällen, man kann auch in der Schale aufschlagen, das Gesicht aufschlagen für mein Empfinden. Das ist ganz einfach. Wenn es sich zu trocken anfühlt, ein paar Tropfen Wasser dazu. Die Haut ist das größte Organ. Man fühlt quasi, ob das Wasser-Seifen-Verhältnis, Wasser-Schaum-Verhältnis stimmt. Das Auge, wenn man in der Schale vorschlägt, kann täuschen. Deshalb bevorzuge ich persönlich das Gesicht aufschlagen von Rasierseifen, Rasiercremes in den meisten Fällen. So, noch ein bisschen Wasser dazu. Ist noch ein bisschen trocken. Oh, richtig schöner Pfefferminzduft hier. Taylor Old of Bond Street. Die haben echt viele Duftrichtungen im Angebot. Die haben Rasierseifen, die haben Rasiercremes, die haben Aftershaves. Müsst ihr mal gucken. Amazon in der Bucht nicht gerade günstig, aber wirklich, so ein Topf hält ewig. Da ist richtig was drin. So. Mir gefällt die Schaumkonsistenz jetzt so vom Gefühl her. Ich muss einmal ganz kurz. So, das Schöne bei so, wenn ihr umsteigen wollt auf einen Hobel und ihr traut euch nicht an einen klassischen Hobel ran mit den zwei Seiten, kommt so ein Single-Edge-Rasierer vom Winkel her. Das hatte, glaube ich, der Jörg von Glattrasiert auch schon erzählt, dem Winkel sehr nah von einem, ich sag mal, Systemrasierer. Ja? Eine Empfehlung ist hier der, ich mag den gerne, der Razor Rock Echo. Der hat halt den Vorteil, dass man da ganz normale Rasierklingen einfach durchbrechen kann und reinkriegen kann. Die sind gut verfügbar, da braucht er keine Spezialklingen. So, dann setzen wir an, auch hier. Der Winkel ist vorgegeben, das ist ungefähr 30 Grad, aber den könnt ihr gar nicht falsch ansetzen. So, Hobel aus Aluminium, sehr leicht. Und ansonsten. Legen wir los. So, ich gehe heute einmal mit dem Strich, das heißt mit der Wuchsrichtung, wie immer bei mir fast. Das ist ein 1,5 Tage Bart.
schauen wir mal. So. Der Winkel ist hier sehr ähnlich wie bei dem Systemrasierer. Das heißt, für Umsteiger geeignet. Und Klingen, Standardklingen durchgebrochen oder so ein Derby extra professional besorgen. So, das ist so eine mittelsanfte Geschichte, also der ist weder aggressiv noch sanft, der ist irgendwo in der Mitte. Das ist durchaus angenehm für mein Empfinden. So. Und damit haben wir die erste Runde einmal erledigt. Ich brauche ein Frischwasser. Wie immer hier im Garten nicht ganz perfekt. Kein Waschbecken, Schüsselchen mit Wasser. Und damit zum Schlauch neues Wasser. So, ich habe jetzt noch eine Ladung Feuchtigkeit ins Gesicht gebracht. Ein bisschen was wegtupfen, weil ich nicht gerade am Schlaf. So. Rutschen wir einmal an. Das war jetzt 1,5 Tage Bad. Das sieht nach der ersten Runde schon ganz gut aus. Da ist noch ein bisschen. Da sitzt noch ein bisschen. So, was mache ich heute? Hat man so ein 1,5 Tage Bad? Heute spare ich mir das quer zum Strich, sondern gehe direkt gegen den Strich. Das heißt, heute rasieren in 2 Runden und ein bisschen ausputzen. Einmal mit dem Strich, einmal direkt gegen den Strich. Gegen den Strich ist bei mir von unten nach oben. Wuchsrichtung kann bei jedem etwas anders sein. So, dann setzen wir den Hobel an. Heute in 2 Runden. Dann mal gucken, dass wir noch so wegnehmen müssen. Einmal gegen den Strich. Das Einzige, was bei diesem Hobel ein bisschen nervt, ist hier die Schaumkante. Der Spalt hier ist sehr schmal, das wird halt nicht so perfekt rausgespült. Aber das ist echt jammern auf hohem Niveau. Die Razor Rock Hobel, in der Regel top verarbeitet, top Qualität, schöne schwarze Beschichtung. Aber die Rasiercreme hier, die Rasiercreme von Taylor Out of Bonfire Peppermint Pfefferminz, die riecht so richtig intensiv nach Pfefferminztee. Das ist echt angenehm. Eine schöne Erfrischung, auch was für warmes Wetter. Rein von der Seife her. So, ich muss da die Cap ein bisschen was. Zack. So, also mit dem Single Edge, den wollte ich sowieso schon länger mal im Video bringen. Das ist mir der gute Jörg vom Glattrasier zuvorgekommen. Da habe ich gesagt, prima, den Hobel wolltest du eh schon länger mal bringen. Nimmst du die Inspiration an und machst mal mit den Single Edge Wochen quasi. Wenn ich dran denke, schreibe ich den Namen von dem Hobel, wie er sich genau schreibt, in der Beschreibung, damit ihr den googeln könnt, damit ihr den gucken könnt bei den diversen Shopping-Seiten, wo ihr ihn kriegt. Ne? Ist das. So. Ein bisschen.
So, dann haben wir das einmal. So, da ist jetzt noch ein bisschen was, da ist jetzt noch ein bisschen was. Das heißt, hier einmal nacharbeiten. Bisschen Restschaum. Und die restlichen Haare weg. So, heute mal rasieren in 2,5 Runden. Das heißt, einmal mit dem Strich, einmal gegen den Strich und nacharbeiten. So, und dann die restlichen, die wir nicht erwischt haben, wegnehmen. So, ein paar kleine Spots hier. Das liegt dran, wenn ich gegen den Strich direkt ansetze, habe ich das öfter mal. Das ist nichts Dramatisches, das ist meine Haut geschuldet. Das liegt nicht an der Hobel-Klingen-Kombi, glaubt es mir einfach. Dann haben wir hübschen das auch heute geschafft für heute. Einmal das Gesicht mit Kaltwasser abschrecken, dann zum kleinen Fazit kommen, Aftershave natürlich ins Gesicht und dann sind wir gleich auch schon so weit. So. So, einmal Kaltwasser ins Gesicht, einmal Gesicht abtupfen, Fazit und dann haben wir es. Das Kaltwasser hat die Blutspots jetzt schon fast verschlossen. Jetzt kommt noch das alkoholhaltige Aftershave. Der ein oder andere sagt, man soll kein alkoholhaltiges Aftershave nehmen. Ich bin da anderer Meinung, dass der Alkohol im Aftershave desinfiziert, verschließt die Mikroverletzungen. Und dann kommt es auf euren Hauptthema. Habt ihr eine sehr trockene Haut, sollte man hinterher immer noch eine Creme nehmen, einen Aftershave-Balsam oder. Normaler Hauttyp sollte eigentlich ein alkoholhaltiges Aftershave mit im Endeffekt ein bisschen Pflegeeigenschaften total ausreichend sein. Ne? Das hängt ganz von eurem Hauttyp ab. Ich bin kein Fan von nur Aftershave-Balsam, bei meiner Meinung danach die desinfizierende Wirkung bei den Mikroverletzten nicht so gegeben ist. Aber das sollte halten wie ein Dachdecker. So. Dann einen ordentlichen Schuss von dem Baba Nummer 14. So sieht's aus. Ein männlicher, herber Duft. In dem Fall passt nicht ganz zur Rasiercreme-Duft, aber das ist auch im Endeffekt wurscht. Der Duft von der Rasiercreme ist so schnell verflogen, dass das schon passt. So. Ganz leichtes Bitzeln, kein Brennen, noch nicht mal da, wo die kleinen Blutspots waren, ein Brennen. Also nur ein leichtes Bitzeln, zweite Runde Aftershave, wie immer bei mir. Oder wie fast immer. So, dann haben wir das auch schon. So, jetzt ist auch das ganz leichte Bitzeln weg, das heißt, das hier war eine sanfte Geschichte. So, dann kommen wir zum kleinen Fazit. Das heißt, wir fangen an mit der Pinsel-Rasiercreme-Kombi Taylor Old of Bond Street mit einem einfachen Isana Mendaxa-Pinsel.
Schöner Schaum, richtig toller Duft, tolle Gleiteigenschaften. Haut hat sich auch nach dem Rasieren mit der Rasierseife gepflegt angefühlt. Ist eine Kombi, die man machen kann. Für Allergiker immer mal drauf gucken, wenn ihr so eine Seife bestellt, was ist drin, die können alle anders sein. Ja? Nicht jede Seife ist was für jeden. So, zur Hobel-Klingen-Kombi. So, dann kommen wir zu meinem Single Edge Razor Rock Echo mit der Derby Extra Professional, im Endeffekt eine grüne Derby. So, einmal kurz trocken machen. Den mache ich ja nachher noch richtig sauber, wenn ich den wieder zu Hause habe. Mal kurz desinfizieren, gut ist. Ne? So. So. Das ist das bei dem Hobel. Hier müsste man immer einmal die, also die, na, hier die Löcher, die Schaumkante in den Löcher, die sind bei dem etwas zum Verstopfen. Da neigen die zu. Das ist aber auch das Einzige, was es bei dem Hobel zu meckern gibt. Tolle Verarbeitung, schöne schwarze Beschichtung. Schöner Hobel, sanfte Geschichte. So, dann der Razor Rock Echo für halbe DE-Klingen. In diesem Fall eine Derby Professional aus der Extra-Serie von der grünen Derby. Sanfte Rasur, schöne Klinge. Ich mag die, viele werden nölen, die mag ich nicht. Man liebt sie, da man hasst sie, die grünen Derbys. So. Das heißt, eine sanfte Rasur, ein schöner Hobel. Die Haut hat jetzt nicht übermäßig gebrannt. Es hat leicht gebitzelt nach dem Aftershave, nach der ersten Runde. Nach dem ersten Runde Aftershave war das Bitzeln weg. Die Blutstellen sind durch das Aftershave auch wieder komplett geschlossen. Das war nichts. So, so sieht halt eine Professional Klinge in der Verpackung aus. So ohne. Man kann auch eine DE-Klinge nehmen und die durchbrechen. Hier zum Beispiel sowas hier. In der Mitte durch und das geht da auch ein. Das macht halt den Vorteil bei dem hier, dass man da echt flexibel ist bei Klingen. So, ansonsten soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich, wünsche euch ein schönes Pfingstwochenende. Einen schönen Gruß an alle in die Welt hier aus Düsseldorf. Viel Spaß. Und ansonsten schönes langes Wochenende. Man sieht sich beim nächsten Video. Tschö, tschö.